auf Edersee in St. Peter. Herzlich willkommen zu allen Gästen aus nah und fern, aus der Bundespolitik, aus der Landespolitik, aus der Kreispolitik, aus der lokalen Politik. Dann die Ehrenamtler, die für ihre Vereine sehr viel tun, auch für das Friesische und auch für unser ganzes Nordfriesland, liebe Tim. Ihnen danke, dass Sie gekommen sind und vielen Dank für Unterstützung für das Friesische. Das brauchen wir. Es ist das erste Mal, dass wir in St. Peter sind. Hier findet die größte Bieke mittlerweile statt, auf dem Festland. Ich habe gehört, an die 5000 Leute, sollen hier kommen. St. Peter wirkt mit dem Slogan, kommen Sie zur Bieke, zwischen Tradition trifft Gegenwart. Wir haben, unser Bieke-Motto heißt Tradition und Modern. Also in St. Peter kann man solche Turnschuhe anziehen wie ich. Wir Friesen brauchen Standhaftigkeit. Wenn wir nicht aufpassen, wann wir Alkohol brauchen, dann sind wir wach. Darum ist es wichtig, dass wir uns mit vereinten Kräften für den Erhalt der friesischen Kultur einsetzen und auch für die Ausweitung. Wir vom Friesenrat haben uns als Erste dafür eingesetzt, dass die Bieke immaterielles Kulturgut der UNESCO auf der Deutschlandliste wird. Alle profitieren davon. Aber es wird so selbstverständlich genommen. Andere, so wie unsere Freunde von der deutschen Minderheit und der dänischen Minderheit, die kämpfen jetzt für 2020, dass das Minderheitenmodell UNESCO-Kulturgut, immaterielles Kulturgut wird. Das ist eine große Lobbyarbeit und das kostet viel Kraft. Aber wir waren eine der Ersten. Und weil wir die Ersten waren, wir waren ja auch schon 1500 Jahre hier. Wir sind ja nicht nur 100 Jahre alt als Minderheit, sondern wir sind sehr, sehr alt. Wir können uns aber nicht darauf zurückziehen, dass wir so alt sind. Wir brauchen auch das Moderne. Deswegen haben wir so eine Mischung gemacht. Wir haben Heavy Metal, das ist nicht modern, aber für den einen oder anderen Friesen ist es modern. Und sie singen alte Lieder und neue Lieder. Und wir haben Jugendtrachtengruppe hier von Eiderstedt. Die sind jung und die tanzen gerne. Und die sind mit Begeisterung dabei. Und dann haben wir unsere Moderationsrunde werden geführt von Stefan Hartmann. Der kann leider nicht, der hat einen Irrjungenfall. Sven Bode wird das für uns machen. Das ist auch was Neues für uns. Er macht es gerne und es wird etwas erfrischender werden. Weil man gewöhnt sich schnell. Es gibt eben Stefan, aber man weiß ja schon, was ich kann. Jetzt fahren wir. Wir hoffen, dass Sie einen Nattendäuhi hier in St. Peter, das muss man Ola so warm und wie geempfangen. Also am B auf Brot, da gibt noch our Petit. Und ich habe noch ein Zweiler. Nö. Herzlich willkommen zu den Jugendgruppe Eiderstedt. Thank you.
Deshalb ist es wichtig, dass Bundespolitiker auch hier sind. Ne? Ich begrüße nochmal ganz besonders, die sich eben auch dafür einsetzen, dass das Geld vom Bund eben auch zu uns kommt und auch zu den Ostfriesen. Michael Tegge ist ein Ostfriese, der uns aufgefallen ist durch Schwertkampf, Mittelalterfriesen. Da haben die Ostfriesen einen großen Schwerpunkt gehabt und er tritt auch auf zu internationalen Schwertkämpfen. Wir haben auch schon Schwertkämpf-Workshops gehabt mit ihm. Ist das friesisch oder ist das nicht friesisch? Wer will das genau wissen? Warum sollte das nicht friesisch sein? Was wissen wir überhaupt über unser Kulturgut? Wir sind jahrzehntelang aus Schulen diskriminiert worden mit unserer Kultur. Nicht nur aus den Volksschulen raus, sondern auch auf den höher bildenden Schulen. So dass das Friesische eigentlich nicht mehr so richtig im Bewusstsein ist. Bei einigen schon. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, reden Sie mit irgendjemandem und fragen, bist du ein Fraschen-Ing? Schnaubst du Frasch? Auch wer nicht Friesisch spricht, kann manchmal Urfriese sein. Hier in der ersten Reihe sitzt ein Bürgermeister aus den Reusenkögen. Die Reusenköge sind von uns Friesen eingedeicht. Friesischer geht's nicht. Da war vorher Wasser. Nur Wasser. Über Jahrzehnte und Jahrhunderte haben wir das eingedeicht. Und wenn man mit Herrn Albrecht spricht, merkt man, der ist kantig. Der ist mutig, aber der ist auch ganz modern, wenn es um seine Gemeinde geht. Und er hat auch eine super tolle Frau. Die ist auch mutig und ganz modern. Die kommt in die zweite Moderation. Aber Herr Albrecht kann ja nicht sprechen. Dann nochmal, wer nicht mit Dingen und Wiegen. Das ist ein ganz alter friesischer Spruch auf Plattdeutsch. Das Plattdeutsche und das Friesische ist nicht das einzige Kriterium für Friesen. Und wir wollen nicht ins Heimatmuseum. Wir wollen auf die Bühne, wir wollen in die Touristenorte, wir wollen in die Schulen, wir wollen auch in die Politik. Wenn man an Fraschen ast, so as las, dann kann man auch in die Politik mal Fraschen. Thoras Kammer. Der Tüttelauer Koch ist ein Deich, der nicht mehr nach friesischem Kulturgut eingedeicht worden ist. Der wurde deutsch eingedeicht.
Der letzte Teich, den wir selber einleiten konnten, war der Svevinissenkoch. Der Tümmlerer Koch wurde deutsch eingedeicht, hatte dann einen Namen, der sich auch nicht lange hielt. Gott sei Dank. Aber der Tümmlerer Koch hat doch einen kleinen Hafen, ne? Und St. Peter hat ja gar keinen Hafen, ne? Was hat St. Peter eigentlich? Ganz viel Modernes. Ganz viel Modernes. Fohlentunk, nö, begrüße ich Michael Tenge an der Gruppe Bruna Skelde. Vielen Dank für die Einladung. Sven. Grüße, Jona. Wir haben hier die Leute. Du hast jetzt die Erwartung ganz schön hochgehoben. Ne? Also, wir haben die Leute ausgesucht, mit denen du reden möchtest. Wir haben keine traditionellen Grußworte mehr für diejenigen, die das erste Mal sind, weil wir doch ein bisschen moderner das machen möchten. Und wir fragen Politiker dann auch manchmal, was anfangs unpolitisch ist.
Das hast du jetzt alles vorbereitet. Die erste Runde ist die Politikerrunde. Ne? Genau. Und weißt du, wer da so kommt? Ja, da haben wir Astrid Damrow aus dem Bundestag, von der CDU. Herzlich willkommen. Ich wollte aber, bleiben Sie noch einen Moment kurz sitzen, wenn ich... Ich wollte einmal kurz was dazu sagen, warum ich hier überhaupt stehe, wie ich Ilse Johanna nämlich kennengelernt habe, wenn ich das noch kurz machen darf. Und zwar bin ich Journalist und ich habe die, ja, den Kongress der europäischen Minderheiten und Volksgruppen in Breslau begleitet, um darüber zu berichten. Und ja, bei einer, also man sitzt da zusammen und redet viel über Politik und zwischendurch macht man dann mal eine Stadttour mit einem Bus. Und da saß ich neben ihr. Ich glaube, ihr kennt sie fast alle und wenn man neben ihr sitzt, dann schüttelt man irgendwann ihr das Herz aus. So, dann man erzählt und ich habe ihr wirklich mein ganzes Leben erzählt und so haben wir uns irgendwie angefreundet und deswegen hast du mich wahrscheinlich jetzt hier eingeladen und vielen Dank dafür. Und ja, und Bieke ist ja ein geselliges Fest, deswegen holen wir jetzt die Gäste dazu. Also Astrid Damrow, genau, jetzt dürften Sie... Entschuldigung, herzlich willkommen. Ist das zu groß? Ja, zu groß. Zu groß? Das ist einer stehen, ne? Und da fühlt sich das danke. Genau, als nächsten Gast haben wir, ich habe sie noch nicht gesehen, Birte Pauls, ist sie da? Ja, da ist sie. Herzlich willkommen, Birte Pauls, Landtagsabgeordnete von der SPD. Dann habe ich ihn schon gesehen, Johannes Kalsen, auch Landtagsabgeordneter von der CDU. Dann haben wir Florian Lorenzen da, stellvertretender Landrat von Nordfriesland. Herzlich willkommen. Und Christian Marwick, da sitzt der Amtsvorsteher von Eiderstedt. Herzlich willkommen. Das Mikrofon geht auf. Ich gebe das mal, ich verteile einfach mal eins auf die Seite der Bühne. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Ja, Biekefest, was hat das für Sie für eine Bedeutung? Haben Sie persönliche Erinnerungen? Das ist ja eine Möglichkeit, sich unter das Volk zu mischen, Gespräche zu führen. Haben Sie mal ein besonderes Gespräch beim Biekefeuer gehabt, Frau Damrow? Ich hatte ein Biekefeuer in der Gemeinde, in der ich lebe, die eigentlich nicht traditionell Bieken hat, aber dann irgendwann angefangen hat, eigene Biekefeuer zu machen. Das ist in Kralum, also jetzt nicht urtraditionell, aber das war für uns, die wir zugezogen waren, der Einstieg in unsere Dorfgemeinschaft. Und deshalb ist für mich Bieke auch schon immer mit Ankommen und Willkommen verbunden. Ja. Frau Pauls, wie geht das Ihnen? Ist das auch für Sie ein, fühlt man sich da willkommen in dieser Runde beim Biekefest? Also ich muss mich ja outen, ich bin ja waschechte, genauso wie Johannes, waschechte Angelita und deswegen kommen wir immer zu Bieke. Also wir sind dann da nicht automatisch, sondern wir kommen und ich fühle mich da willkommen und das ist eine tolle Tradition, wie ich finde, und die auch irgendwie so durchtriecht und dieses Miteinander, Treffen, Schnacken und so weiter, wunderbar. Herr Kalsen, Sie als Angelita kommen auch zu Besuch dann? Ja, ja, wobei das Thema Bieke natürlich nicht neu für mich war, bei mir gab es ja noch in der Grundschule sowas wie Heimatkunde und Sachunterricht, da war das schon ein Begriff. Aber ich habe in der Tat meine erste leibhaftige Begegnung, wenn man so will, mit dem Biekebrennen gehabt, Ende der 80er Jahre. Ich war nebenbei für einen privaten Rundfunksender freier Mitarbeiter und durfte über das Biekebrennen eine Reportage machen. Und habe also dann auch eine ganze Reihe, wie man so schön sagt, O-Töne eingesammelt, Gespräche geführt und war beeindruckt sowohl von dem Selbstbewusstsein, mit der das Biekebrennen hier in Nordfriesland gefeiert wird, auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite von der Wirkung, die dieses gemeinsame Erleben auch auf Gäste und Touristen hat. Und ich glaube, das ist das, was das Biekebrennen eben auch heute noch auszeichnet.
Ja. Herr Lorenzen, wie geht das Ihnen? Welches Biekefest besuchen Sie am liebsten? Vielen Dank für die Frage. Mein liebstes Biekefest ist tatsächlich in Riesow-Lindholm und ich habe eine ähnliche Geschichte wie Sie. Vor 2-3 Jahren, als ich da die Biekerede halten durfte, habe ich auch Ilse Johanna kennengelernt und seitdem stehen wir in regen Austausch. Nein, aber eine andere schöne Erinnerung verbinde ich auch tatsächlich mit dem Tag der Bieke in Riesow-Lindholm. Und zwar, als ich dann schüchtern als junger Mensch die Biekerede gehalten habe und schüchtern in der Friesenhochburg hier auf dem Festland gesagt habe, ich fühle mich auch als Friese, obwohl ich kein Friesisch kann. Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, die Gespräche, die danach geführt worden sind. Ja, genau das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass alle sich als Friesen fühlen, wenn es im Herzen so ist. Und es kommt da nicht auf die Sprache drauf an. Und das habe ich mitgenommen und bin sehr dankbar dafür. Ja, St. Peter liegt mir natürlich am Nasen und da sind wir dann auch meistens. Das Biekeplein ist natürlich nicht typisch Eiderstädter Kulturgut. Es ist ja etwas später zu uns rübergeschwappt. Aber wir haben es, glaube ich, ziemlich schnell erkannt, was für eine Kraft dahinter sitzt. Und dass es auch besser ist, ein paar tausend Leute in St. Peter zu haben, als vielleicht 20 Leute irgendwo anders. Für das Überleben und die Tradition des Biekepleins ist es wirklich von Vorteil. Und es ist auch immer so, man kann eine goldene Uhr oder einen Schrank kann man ganz schnell weitergeben, aber so kann man auch eine Tradition weitergeben. Und ich glaube, die ist für ganz Nordfriesland schon auch hier in St. Peter richtig angesetzt. Sie sprachen es teilweise schon an. Mir hat mal ein Feuerwehrmann erzählt, dass so ein großes Feuer, wo man als Gruppe, als Gemeinde vorsteht, wirklich einen bestimmten Effekt hat. Und zwar merkt man, was das für eine Kraft ist. Und dann merkt man als Gemeinde, ja, wie man auch in Gefahrsituationen vielleicht zusammenstehen sollte. So hat mir das ein Feuerwehrmann erzählt. Können Sie das unterschreiben, Frau Damrow? Ja, also alle Bieten, die ich mitmachen durfte in den letzten Jahren, unglücklicherweise neigen Landtage und auch Bundestage dazu, Sitzungswochen auf die Wochen des Biekebrennens zu legen, was nicht sehr schön ist, auch dieses Jahr wieder. Aber die Erfahrung, dass die Menschen, die sich da treffen, egal ob sie sich vorher gekannt haben oder nicht, für diese Stunden, die sie da zusammen sind, sich auch als Einheit fühlen, dann auch miteinander reden, sich austauschen. Dann verabredet man sich häufig ja mit Freunden und Bekannten zum anschließenden Essen. Also das ist ein Abend der Geselligkeit, ein Abend, der dazu aufruft, auch, dass auch Menschen, die mittlerweile weiter weg wohnen, auch dann wieder zurückkommen zur Bieke. Das finde ich ungeheuer schön. Also neben all der Tradition, die das natürlich beinhaltet, ist es einfach der Tag, an dem man zusammenkommt, sich mit Freunden, Bekannten trifft, aber eben auch neue Leute kennenlernt. Und ich denke, das ist ganz wichtig und deshalb würde ich das, was der Feuerwehrmann gesagt hat, schon unterstreichen. Natürlich, das Feuer ist machtvoll, das ist das eine, aber dieses Gemeinschaftsgefühl zu erleben und dann auch mitzunehmen in die Wochen und Monate danach, das finde ich schon auch sehr wichtig. Also mir hat mal eine junge friesische Familie gesagt, für uns ist Biekebrennen wichtiger als Weihnachten. Hoffe ich nicht, dass hier ein Pastor unter uns war. Oh. Das habe ich ja total vergessen. Ja. Und das fand ich so ein Ausdruck für, ja, man versammelt sich um etwas und das tut man nicht alleine als Familie, wie es zum Beispiel Weihnachten ja oft genug der Fall ist, sondern man macht das in Gemeinschaft mit denen, die im Dorf, in der Region irgendwie wohnen. Und dieses Versammeln, ob es jetzt ein Feuer ist, jetzt ist es ein Feuer, aber dieses Versammeln um etwas herum, das macht natürlich auch was mit Menschen. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl während der Bieke und aber auch nach der Bieke. Und das trägt so ein bisschen durch und das ist reizbar und das Reizvolle auch daran. Das sagen mir auch Touristen, dass sie dann eben auch so aus dieser Atmosphäre, aus diesem Stück gelebte Kultur, gelebte Tradition wirklich was mitnehmen. So. Und das ist ja nochmal anders als Osterfeuer oder sonst irgendwas. Das hat einfach einen anderen Inhalt und gewichtiger. Genau, Herr Kalsen, Sie sprachen das ja eben auch schon so ein bisschen an. Vielleicht an Sie dann schon mal, springe ich mal weiter die Frage, oder
wie Frau Polze schon andeutete, mit den Touristen. Für die wird es ja vielleicht auch ein Brauch, eine Tradition, die kehren immer wieder. Das heißt, das Biekefest wird ja auch vermarktet. Um da mal kritisch nachzufragen, was halten Sie davon, wenn so ein Brauch in einer Region vermarktet wird? Also ich finde zunächst mal, das Biekebrennen ist mittlerweile mehr als dieser besondere Anlass an diesem bestimmten Tag. Für mich steht Biekebrennen, weil ich ja nun auch in meiner neuen Funktion als Minderheitenbeauftragte das jetzt einige Zeit auch schon begleiten durfte, auch ein Stück dafür, dass Tradition lebt, sichtbar ist, lodert und auch mit großem Selbstbewusstsein nicht nur an diesem einen Tag, sondern das ganze Jahr über von den Friesen präsentiert und gelebt wird. Und das finde ich eigentlich das Besondere, was auch über das Biekebrennen hinausgeht. Und so würde ich auch, ich sag mal, den touristischen Ansatz, den Sie ansprachen, verstehen. Natürlich ist das für Touristen ein besonderes Highlight, dann auch so eine traditionelle Veranstaltung mitzuerleben. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn das auch ein Aspekt in der Tourismuswerbung ist, weil natürlich wir auch selbstbewusst mit dem, was wir an kultureller Vielfalt hier in Schleswig-Holstein haben, werben sollten. Das ist ein Pluspunkt, das zeichnet uns aus, das hebt uns auch ab von anderen Regionen. Und deswegen finde ich das völlig okay. Und wenn die Kaufkraft dadurch gesteigert wird, wenn die Menschen auch aus dieser Region eine tolle Erinnerung mit nach Hause nehmen, das weitererzählen, dann ist uns doch allen damit geholfen. Herr Lorenzen, Sie merken wahrscheinlich auch diesen Austausch zwischen der Bevölkerung hier und den Touristen. Wie empfinden Sie das? Also es wurde eben schon angesprochen, Tradition gehört nicht ins Museum, sondern auf die Straße. Wir müssen mit offenen Armen die Tradition vorantragen. Und ja, welches Zeichen passt da besser als die Bieke? Also sie lodert, sie scheint weit und jeder von uns hat die Wahl. Geht er zu einer großen Veranstaltung wie hier in St. Peter-Ording oder wählt er lieber die kleine Bieke in geselliger Runde? Also wir haben die Wahl und Tourismus ist kein Ausschlusskriterium für Tradition, sondern es trägt es weiter. Und wenn wir sehen, wie viele Besucher hier noch nach Friesland kommen, wegen der Bieke, dann ist das doch ein riesen Pluspunkt für uns alle und hilft uns, die Tradition, das Friesische, das Nordfriesische weiter nach vorne zu tragen. Also ich sehe da überhaupt kein Ausschlusskriterium und wenn man persönlich die Entscheidung trifft, lieber in kleiner Runde die Bieke zu begehen, dann sucht man sich ein kleineres Feuer. Wir haben alle Möglichkeiten. Herr Marek, was sagen Sie dazu? Ja, wir sind hier speziell jetzt auf Eiderstedt sind wir ja nicht nur ein Ort von Einheimischen und Touristen, wir sind auch ein Ort von Wegzug und von Zuzug. Jetzt ziehen auch viele aus anderen Bundesländern hier nach Eiderstedt. Und um Kontakt mit denen zu bekommen, ist so ein Biekebrennen ideal, weil auch um dir das zu erklären. Es ist mit jeder Tradition ja eigentlich auch so wie mit der Natur. Die Natur entwickelt sich auch weiter und auch eine Tradition entwickelt sich weiter. Und es wäre nur immer schade, wenn man die Ursprünge dieser Tradition vergisst und dann nur irgendwas macht, weil andere das auch machen. Das ist für mich immer das beste Beispiel, ist so Halloween. Ne? Halloween wird inzwischen hier mehr gemacht als Rummelpottlaufen. Und, das ist, da sprechen Sie was an, Rummelpottlaufen, macht man das hier noch? Ja, man macht es noch, aber es wird nicht mehr, es wird eher weniger. Das könnte das gerne mehr werden. Ja, ja. Das könnte gerne auch wieder lebendiger werden. Gut, dann, ja, das ist ein schönes Schlusswort, dass es lebendiger werden soll, dass man diese Gemeinschaft pflegen soll. Dann danke ich Ihnen. Sie sind ja noch hier und Sie nutzen wahrscheinlich auch den Kontakt. Also wenn Sie noch Fragen haben sollten, nutzen Sie die Möglichkeit, mit den Politikern ins Gespräch zu kommen. Und ja, herzlich, vielen, vielen volle Tang. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Zwischendurch muss ich enttäuschen, das merkt man wahrscheinlich, ich bin kein Friese, aber so wie Ilse Johanna das vorhin gesagt hatte, mit diesem Ursprünglichen, ich habe bei mir mal nachgeforscht, meine Urgroßmutter ist Friesin gewesen. Die lebt in Trondheim und ja, das ist schon lange her und also 1/32 von mir ist Friesisch. Einige von den Eiderstedtern denken ja auch, sie sind nicht friesisch, weil sie Plattdeutsch sprechen. Aber bei Marwick, der hat Stammbaumerforschung gemacht und hat gesagt, du, ich hef dort Dänen, ich hef dort Friesen, ich hef sogar Dittmarscher. Ja.
ich möchte jetzt nochmal danken für die erste Runde. Ich war richtig stolz. Das hat sich doch gelohnt, dass wir ein bisschen was für die Friesen gemacht haben. Wenn das bei den Politikern so angekommen ist und dass sie sich auch friesisch fühlen. Wir sind 50.000 Nordfriesen. 162.000 Nordfriesen. Und da sind viele, die die Sprache verloren haben, aber die sich fühlen. Und warum sollen wir die nicht alle wieder zurückholen? Das wäre doch richtig schön. Wir danken nochmal der Landesregierung, der Staatskanzlei und dem Einsatz aller Politiker auf Landes- und Bundesebene, dass wir die BIKE-Empfang auch finanzieren können. Hinterher gibt es was zu essen. Aber ein Teil der Eintrittsgelder wird vergeben nochmal an Spenden. Und zwei von denen kommen jetzt in deine neue Moderationsrolle. Ah, okay. Davon weiß ich noch nichts. Aber ein Feuerwehrmann, ah, ja, ein Bus. Genau, Toni Turm ist da hinten, wenn ja, Sie auf die Bühne kommen möchten. Und dann haben wir noch Rette Vollquatzen von der Kieserei in Tetenbühl. Herzlich willkommen. Und Margret Albrecht ist da von den Landfrauen. Herzlich willkommen. Und Matthias Jons ist auch noch da. Er boselt. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass Sie da sind. Ja, Sie haben alle irgendwie Traditionen oder auch mit dem BIKE-Feuer zu tun. Die Landfrauen, was machen die beim BIKE-Feuer? Was haben Sie vorbereitet? Was planen Sie gerade? Also wir Landfrauen planen nicht speziell etwas für die BIKE-Feuer. Unsere nordfriesischen Landfrauen besuchen die unterschiedlichen BIKE-Feuer in ihrer Gemeinde, in ihrem Dorf. Aber wir gestalten jetzt kein eigenes BIKE-Feuer. Und das wollen wir ja auch gern. Es wurde ja schon angesprochen, dass wir unterschiedliche große Feuer, kleine Feuer haben. Und jeder fühlt sich in seinem Dorf, in seiner Gemeinde auch wohl, ob es jetzt ein großes oder ein kleines Feuer ist, mit den Einheimischen und den Gästen. Und so sind wir überall verteilt. Das heißt, Sie können das auch unterzeichnen, was die Politiker schon gesagt haben, dass das so eine Gemeinde stärkt? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch die Gäste. Wir haben, ich zum Beispiel oder wir gehen auf die Hamburger Hallig zum BIKE-Feuer. Und das ist ein kleines Feuer und wir freuen uns, wenn wir unsere Nachbarn, unsere Freunde treffen. Aber auch dort kommen Gäste hin. Und gerade bei einem kleinen Feuer kommt man auch ganz leicht mit den Gästen ins Gespräch. Und das ist ganz schön und auch ganz wichtig. Und die nehmen auch wirklich etwas mit nach Hause. Über was spricht man da so an so einem BIKE-Feuer? Ach, über alles Mögliche. Erstmal wird auch viel die Tradition erklärt. Es sind auch Gäste da, die dann auch immer noch mal nachfragen, obwohl ja auch die sogenannte Brandrede wird ja gehalten und da wird ja auch auf diese Tradition eingegangen. Aber man kann in kleinen Gesprächen auch noch mal so ein bisschen darauf hinweisen, was wichtig ist. Und naja, auch die Örtlichkeiten werden auch noch mal ein bisschen hinterfragt für die, die das erste Mal da sind. Und man kann so auch wirklich ein bisschen Werbung für seine Heimat machen. Dankeschön. Toni Turm, Sie sind von der Feuerwehr. Sie betreuen so ein Fest, ich glaube hier in St. Peter, oder? Ja, stimmt. Worauf muss man da achten, wenn Sie so ein Feuer vor sich haben, damit da nichts schief geht? Also es wird ja als erstes eine Begehung gemacht, das Ganze, um zu gucken, ist denn alles soweit sicher und auch in Ordnung, dass das Feuer auch abends angesteckt werden kann. Dann sichern wir das Ganze natürlich auch mit der Jugendfeuerwehr vorne einmal ab, dass die Leute nicht gleich zu Anfang, sobald es hochlodert, zum Feuer hinlaufen und da auch zu dicht rankommen. Und nachher rückt man dann immer weiter ran, dass man dann auch die Wärme einfach genießen kann. Ist es für die Jugendlichen, die in der Jugendfeuerwehr sind, irgendwas Besonderes, das an so einem BIKE-Feuer teilzunehmen? Also für die Jugendlichen ist es schon was Besonderes, weil wir haben auch momentan viele Kleine dabei. Für die ist es natürlich ein Highlight im Jahresanfang gleich, im Dunkeln dann schon bei so einem Feuer dabei zu sein, weil es ist ja hier auch nicht gerade klein. Abends dann nachher auch länger an diesem Feuer noch zu sein und es dann nachher auch dann abzulöschen. Genau, das ist dann das Ende, also dann löschen Sie das Feuer. Genau. Vielen Dank, schön, dass Sie da sind und dann viel Spaß am 21. ist es hier, oder? Genau. Genau. Herr Vollquatzen, Sie haben eine Käserei in Tetenbühl. Wir sprachen eben schon, Ilse Johanna sprach es auch an, Tradition und Moderne. Sie hatten früher, wenn ich richtig informiert bin, ein
Rindermastbetrieb? Genau, meine Eltern hatten traditionellen Eiderstedter Ochsenmastbetrieb, Weidemastbetrieb, und mein Frau und ich haben das dann umgestellt zu einem, ja, zu einer Schafskäserei, die Friesische Schafskäserei, weil wir letztendlich ja auch Sprachfriesen sind, einer der wenigen hier in Eiderstedt. Und das ist eine lange Tradition, auch wie Sie den Käse herstellen? Ja, also meine Familie hat, weil man hier oben, also meine Familie kommt oben von Riesum und aus der Wiedegerhade, und dort hat man viel Schafskäse gemacht. Ganz im Kleinen, ganz, was man einfach für ein Haus gebraucht, ein bisschen zum Verhökern, hat man Schafskäse hergestellt. Also Schafskäse ist schon etwas sehr, sehr typisch Friesisches. Nur leider gibt es das immer weniger, oder kaum jemand traut sich das heute noch zu, wegen der ganzen Auflagen, die es heute gibt, und weil es einfach auch schwierig ist, das Ganze zu vermarkten und so. Das muss man alles wirklich auch gerne machen wollen. Aber wir sahen da drin irgendwie so eine Sache, was wir, ja, wo wir Lust drauf hatten, was mich fasziniert hat. Und ja, es gab auch, ich mag gerne Schafskäse, und es gab keinen hier mehr in Nordfriesland. Und was sollte ich denn machen? Na, dann habe ich gedacht, gut, dann melde ich doch selber ein paar Schafe. Ja, gute Idee. Also muss ich mal vorbeikommen, ich mag auch Schafskäse. Haben Sie jetzt zur Bieke einen besonderen Schafskäse parat? Das ist ja so bei Schafen, oder eigentlich bei allen Tieren, ist es ja so, dass man dann erst dann Milch wieder gibt, wenn die Jungtiere geboren werden, die Lämmer bei den Schafen. Und die Schafe lammen bei uns alle im Januar, Februar ab. Und Ziel ist immer, dass wir zum Biekebrenn zum 21. den ersten frischen Schafskäse haben. Im ganzen Winter ist dann gar kein Schafskäse hergestellt. Da leben wir dann noch so ein bisschen, wenn wir Glück oder nicht Glück haben, nicht alles bis zum Oktober verkauft haben, leben wir von dem Käse. Aber dann haben wir den ersten frischen Weichkäse zum Biekebrenn. Ja, also wird es soweit sein? Wird das die Schafe lassen mich, ja, das, wir haben friesische Schafe, und ja, Friesen sind irgendwie auch eigensinnig, das gilt auch für die Schafe. Die haben eine Woche zu spät mit Lamm angefangen, und die Milch gehört, wir machen einen muttergebundenen Aufzucht, das heißt, die Lämmer bleiben bei den Müttern, weil wir finden, das ist das eigentlich Richtige, und werden an den Müttern aufgezogen, und die erste Milch gehört einfach den Schafen. Ah, okay. Den gut, aber dann drücken wir mal die Daumen, dass es trotzdem noch genug Milch dann gibt für den, ja, Biekekäse. Eine Woche später. Vielen Dank. Matthias Jones, ja, Sie sind Bosler. Das ist ja auch eine Tradition, die aber auch in die Moderne hineinreicht. Also ich habe gehört, das ist hier eigentlich ein Breitensport. Das ist hier fast beliebter als Handball oder Fußball. Stimmt das? Ja, sicherlich. Hier direkt an der Westküste ist also Eiderstedt selbst ist schon eine Hochburg des Boslens. Wir sind mit 1000 Mitgliedern organisiert, auf 12 Vereinen verteilt. Und wenn wir dieses Motto Tradition trifft Moderne jetzt aufnehmen, es wird seit jeher beim Boseln auch ausgelebt. Wenn man sich jetzt, unsere Saison ist ja jetzt voll im Gang, und die Vereine fordern sich gegenseitig heraus zum Feldkampf. Und wenn man sich dann so eine Mannschaft dann mal anguckt, da ist der 15-jährige junge Mann, der seine erste Saison dann bei den Boslern dann mitmacht, zusammen mit einem 60-Jährigen, mit einem 70-Jährigen, sofern Weite und Knochen das hergeben, in einer Mannschaft um Wetteifern, um Sieg. Und dort ist natürlich dann auch ein gesellschaftlicher Austausch, da wird geklönt während des Kampfes, nach dem Kampf an der Kaffeetafel. Und so, Dennis, ist so ein Feldkampf dann auch generationsübergreifend. Wenn der 15-Jährige gegen den 70-Jährigen antritt, gewinnt dann der 70-Jährige wegen Erfahrung? Nein, ich habe ja erzählt, dass vor allem es eine Mannschaft ist. Wie gesagt, sagen wir eine Mannschaft nur mit 15-Jährigen und eine Mannschaft nur mit 70-Jährigen. Gewinnen dann die 70-Jährigen wegen Erfahrung? Denke ich nicht. Die jugendliche, starke Kraft, ungezügelte Kraft sollte da doch schon den Ausschlag geben. Es gibt aber, möchte ich jetzt nochmal anfügen, aus friesischen Raum beim Verband FKV einen 70-Jährigen, der von der Weide her immer noch viele 15-Jährige, 18-Jährige noch in die Tasche steckt. Der wirft noch weit über 60 Meter. Also unglaublich anzugucken.
Also wie gesagt, Alter schützt vor Weite nicht. Haben Sie eine Kugel dabei? Leider nicht. Okay, ja, ist vielleicht besser so, sonst wenn ich das hier jetzt mal getestet hätte, dann wäre das Schlagzeug kaputt gegangen. Also das lassen wir lieber, damit Brunas Gelder wieder spielen kann. Ich danke Ihnen für diese Runde, schöne Informationen und wünsche Ihnen ein schönes Biekefest. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir haben gezählt und gerecht aufgeteilt im Jugendwart der Feuerwehr St. Peter für deine Jünglinge. Da hast du auch Mädchen dabei? Ja, klar. Ja. Und bei den Buslern gibt es auch Frauen, ne? Frunzlück, Busel, Lock. Sicherlich buseln die auch. Wir sind schon zwar getrennt organisiert, aber. Aufpassen. Ja. Aber wir geben alles gerne weiter. Vollen Turm. Anlückern, ja. Brunas Geld. Ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, der die Moderation so toll macht. Sven. Ich kann dich beruhigen. Also. Friesisch sein definiert sich nicht unbedingt über die Herkunft, sondern über das Bekenntnis. Weil vor 1500 Jahren sind die Friesen ja auch erst hierher gezogen. Und wenn wir weit genug zurückgehen, dann haben wir auch Vorfahren in Afrika. Also. Jetzt ein Song, den hören wir nachher von Thorwald nochmal in der Ihnen und euch bekannten Version. Und wir haben diesen traditionellen Text auch nochmal in einer Version gepackt. Biken-Song. We'll be right back.
Vom Jord, wir waren ein Nil hier, Mauge. Das ist von Knut Kiesewetter. Der war Eiderstädter. Der hätte sich nicht so schnell gefreut, aber sicherlich bei Heavy Metal, weil er ein Volksmusiker war, sehr begeistert gewesen. Foto. Von Frau Dr. Professor Dr. Beate Ratter über Heimat und Identität. Sehr viel kann ich nicht erzählen, das wäre ihr ganzes Leben, was sie alles gemacht hat. Sie hat viel in den Bereichen geforscht, mit einem Riesenteam zusammengearbeitet. Und ich habe sie das erste Mal, sie kommt aus Hamburg, der Uni Hamburg, und bei dem Riesenkongress in Aurich hat sie referiert. Und was mir gefallen hat, Heimat und Identität, abgegriffenes Thema, haben wir ja. Sie wird wieder neu aufgerollt und es kommen ja neue Generationen. Sie hat sehr viel Feldforschung gemacht, auf Amrum hat sie gefragt und in Ostfriesland. Also sie hat die ganze Bandbreite. Und wir sind gespannt, wie es im Publikum ankommt. Wir bitten Frau Beate Ratter auf. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das war eine von den vielen Reisen von Ilse Johanna. Da hat sie wieder mal jemanden getroffen und die hat gesagt, sie müssen zu uns kommen. Das war letztes Jahr in Aurich, wo ich einen Vortrag gehalten habe über unsere Arbeiten zu Heimat und Klimawandel. Heimat und Identität wurde der Vortrag heute hier benannt. Als ich das erfahren habe, dachte ich mir, na, ein bisschen was muss ich schon ändern. Es sollte ja auch ein bisschen was zum Titel passen, was ich hier erzähle. Ich habe nur eines zu entschuldigen. Hamburger Technik ist nicht kompatibel mit friesischer Technik. Es tut mir sehr leid, aber mein Pfeil, was ich mitgebracht habe, wird jetzt so ab und an mal, und da sehen Sie es schon, den Schrifttypus nicht haben, der hier im Gerät gespeichert war oder umgekehrt. Und deswegen sind ein paar Dinge anders, als wir sie uns eigentlich vorgestellt haben. Und das bitte ich zu entschuldigen. Ein paar Schriften sind zu groß geworden oder ragen drüber hinaus. Wir, das bin ich von der Universität Hamburg, Beate Ratte, und es ist mein Kollege Martin Döring, wir sind zu zweit hier. Und so mit diesem Programm, was wir jetzt gerade schon erleben durften, muss ich sagen, bin ich hier richtig. Bin weder Friesin, noch spreche ich Friesisch, noch spreche ich Platt, und außerdem komme ich auch noch aus Hamburg, das ist ja fast schon ganz schlimm. Ich werde auch nicht über Friesen sprechen, sondern ich werde über Küsten und Küstenbewohner sprechen, weil das war bislang unser Arbeitsfeld, und es geht für uns eigentlich auch meistens um das trilaterale Wattenmeer, also um weiter als Nordfriesland und Ostfriesland, denn es wurde vorhin schon von jemandem gesagt, Tönner gehört auch zum Wattenmeer, und in Holland gibt es eben auch Friesen. Mein Vortrag heute ist überschrieben Heimat und Identität, das war mir vorgegeben, aber ich möchte zumindest ein bisschen andeuten auf, dass die Wattenmeerregion und eine ortsbezogene Anpassung an den Klimawandel. Also es verbindet zwei Arbeitsfelder, in denen wir tätig sind, Heimat, Heimatgefühl, Ortsbezogenheit, aber auch diese Herausforderung Klimawandel. Was bedeutet das für uns und für die Zukunft? Und ich würde damit anfangen, eine These aus unserem Arbeitsfeld zu nennen. Also warum beschäftigen wir uns damit? Wir sagen, dass also der alltägliche und historisch überlieferte Umgang mit den Gefahren und mit den Risiken, die hier an der Nordseeküste doch allpräsent sind, dass die eine bestimmte produktive Anknüpfungsmöglichkeit bieten, mit den Herausforderungen des Klimawandels umzugehen. Also dass es gar nicht so etwas Neues ist, mit Risiken zu leben, sondern dass an der Nordseeküste eigentlich diese Risiken präsent waren und immer noch präsent sind und vielleicht eine andere Färbung annehmen. Und deshalb die Frage für uns, welche Potenziale schlummern eigentlich in der Wattenmeerregion, die für eine ortsbezogene Anpassung dieses Risikoraums an den Klimawandel genutzt werden können. Nicht nur stigmatisiert und zurückfallen, sondern eben auch positiv genutzt werden können. Aber lassen Sie mich mit den beiden Schlüsselbegriffen aus der Überschrift anfangen, Heimat. Ich könnte mir vorstellen, dass jeder so eine gewisse Vorstellung hat, was für ihn Heimat ist.
rein akademisch gesagt definiert, Heimat ist subjektiv, für jeden was anderes, und es wird vom jeweiligen kulturellen Umfeld bestimmt. Es ist also was Spezifisches, auf eine Region zugeschnitten und auch auf eine Zeit zugeschnitten. Es ist zeit- und ortsabhängig. Es wandelt sich. Heimat ist nichts Statisches, ist nichts Festes. Was mir ganz wichtig ist, Heimat ist nicht das gleiche wie Patriotismus. Ja? Patriotismus geht in die Nationalstaatlichkeit, in die politische Konnotation hinein. Heimat ist etwas, was auf der regionalen Ebene, auf der historischen Ebene, auf der kulturellen Ebene passiert. Und deswegen sagen wir im wissenschaftlichen Kontext, Heimat ist ein regional-kulturelles Konzept. Man könnte fast auch sagen, Heimat ist ein regional-kulturelles Gefühl. Es ist nämlich das Gefühl der Ortsgebundenheit. Und vor diesem Hintergrund ist es für mich natürlich besonders kurios, dass wir ein Ministerium für Heimat haben. Haben wir zumindest indirekt, in Bayern schon ein bisschen länger, in Bonn ist es nur so ein Unterpunkt, weil wenn es ein Ministerium für Gefühl gibt, für Heimat gibt, dann müsste es auch ein Ministerium für Liebe und ein Ministerium für Hass und ein Ministerium für Neid geben, haben wir aber nicht. Aber das nur so ein kleiner Nebengedanke. Heimat hat vier Dimensionen, wenn man sich das genauer mal durch den Kopf gehen lässt. Es ist zu bestimmen über eine räumliche Dimension, und das zeige ich jetzt hier am Beispiel einer Insel, da kann man das so sehr schön zeigen, die räumliche Dimension von Baltrum. Es hat eine historische Dimension. Baltrum hat eine Geschichte, eine Besiedlungsgeschichte, eine Wirtschaftsgeschichte. Es hat eine soziale Dimension. In Baltrum leben Menschen und Heimat heißt immer auch soziale Verbundenheit mit etwas haben. Hier ist eine kleine Demonstration, dass auf Baltrum die Sparkasse geschlossen werden sollte. Dagegen wehrten sich die Einwohner von Baltrum. Und Heimat hat eben auch eine emotionale Dimension. Es ist ein Gefühl. Das von der akademischen Seite her. Was wir gemacht haben, wir haben Leute gefragt, was ist für Sie Heimat? Und das möchte ich jetzt auch mal gerne tun. So ganz spontan, wenn Sie sagen, was ist für Sie Heimat, rufen Sie mir zu, was Ihnen in den Kopf kommt. Geborgenheit. Zu Hause, Geborgenheit. Sprache. Wohlfühlen. Mein Verein, genau. Baumkultur. Möwengeschrei, wunderbar, die Geräusche, ja. Wind ist Heimat, ja. Landschaft. Die Landschaft, die typische Landschaft, die Sprache, nochmal, ja. Dabei sein, das Soziale, Zusammensein, ja. Ja, wir haben diese Frage im Rahmen einer trilateralen Befragung, also in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden, gefragt, was ist denn Heimat für Sie? Sie sehen es da noch nicht, aber es müsste da stehen für Sie. Und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was Sie mir gerade zugerufen haben. Also Friesen scheinen nicht so ganz anders zu sein als die Menschen, die wir jetzt hier befragt haben. Daheim steht an erster Stelle. Ja? Sich zu Hause fühlen, ein Ort, mit dem ich mich verbunden fühle, das Haus, das Leben, die Arbeit. Name des Wohnorts wurde auch manchmal genannt. Wo ich meine Wurzeln habe, kommt ganz häufig. Das kam jetzt unter Ihrem Zuruf nicht, aber das ist doch ganz häufig auch genannt worden. Von hier stammen, verwurzelt sein. Mein Geburtsort ist mein Heimatort, wo ich aufgewachsen bin. Das ganze Leben habe ich hier verbracht, wo ich mich identifizieren kann damit. Natur und Landschaft, und das war hier auch gerade genannt worden, ganz verschiedene Beschreibungen von der natürlichen Umwelt, von der Weite des Landes, von der Nähe zum Wattenmeer. So. Das ist häufig genannt worden als eine Ortsverbundenheit, das ist für mich eigentlich die Heimat hier. Sich wohlfühlen ist ganz wichtig, dieses Emotionale, sich geborgen fühlen, Sicherheit, Ruhe, Frieden haben. Familie, der soziale Aspekt ist ganz wichtig, Familie, Freunde, bekannte Menschen, soziale Bindungen. Und ganz wenige sagen auch, weiß ich nicht, verstehe ich nicht, schwierige Frage, habe ich nichts drauf zu sagen. Aber ich sage ganz wenige, dann waren das 1%. Also wirklich ganz wenige. Und als Gegenstück noch dazu, Heimat kann auch über das Gegenteil definiert werden, nämlich über Heimweh. Ja, wenn ich weg bin, dann weiß ich, dass ich gerade nicht zu Hause bin. Wir haben ein Zitat von einer Umfrage auf Amrum. Und da wird gesagt, also für mich ist das hier meine Heimat. Meine ganze Familie kommt von hier. Also wir leben seit vielen Generationen hier.
und wo ich hoffe, dass das auch so bleibt. Schauen Sie doch mal, tolle Natur hier, der Strand, der Himmel, die Weite, die vielen Meerestiere. Wir sind uns hier alle ziemlich nah, machen Dinge gemeinsam, zum Beispiel im Mühlenverein. Also ich mag das hier sehr. Das ist eben der Ort, an dem ich geboren bin. Da habe ich meine Wurzeln. Und das deckt eigentlich sehr schön diese ganze Spannbreite von Heimat ab. Der zweite Punkt, der mir in die Überschrift geschrieben wurde, ist regionale Identität. Und was ist das nun wieder? Im Gegensatz vielleicht zur Heimat. Regionale Identität wird ganz häufig als Synonym verwandt. Es ist ein bisschen was anderes, es geht aber in eine ähnliche Richtung. Unter Identität erstmal müsste man etwas ableiten, vom Wortstamm her sagen, das heißt dasselbe, derselbe. Und es bedeutet eine gewisse gemeinsame Wesenszüge, die sich regional von der einen zum anderen unterscheiden lassen. Also Identität etwas Gemeinsames, etwas historisch Entwickeltes und eine gesellschaftlich akzeptierte Gemeinsamkeit. Also es hat was nach innen Zusammenführendes, nach außen sich Trennendes und Abtrennendes. Und regionale Identität betrifft eben materiell fassbare geografische Eigenschaften, wie zum Beispiel die typische Landschaft hier, und immaterielle Dinge, wie zum Beispiel eine Sprachgemeinschaft. Jemand hat hier gerade die Sprache auch gesagt, den Dialekt, Speisen, Getränke, Gerüche, was immer da gerade abgeschnitten ist. Man kann es an vielen einzelnen Punkten festmachen, was die regionale Identität vielleicht ausmachen würde. Und so komme ich nochmal zurück zu der Befragung, die wir im trilateralen Wattenmeer gemacht haben. Leider ist es hier komplett abgeschnitten, aber wir haben in der Befragung gefragt, was ist ein typischer Geruch, eine Speise und ein Geschmack, den Sie mit der Region verbinden, in der Sie leben? Wunderbar. Salzige Luft, frische Brise, gesunde Umwelt, Umgebung, genau das kam. Also bei diesem Geruch, bei diesem Gefühl von, das ist wirklich dominant gewesen. Und wir haben dann noch bei den Speisen speziell uns angeschaut, und ich bringe jetzt nicht alle Nennungen, die hier kommen, sondern ein paar gruppierte Nennungen. Und an erster Stelle wurden Meeresfrüchte und Kohlgerichte genannt. Das ist das, womit wir uns identifizieren können, was typisch ist für diese Region. Dann kam Lammfleisch und Würste und alle möglichen Gemüsearten, die da genannt worden sind. Und Kuchen. Kuchen war ganz wichtig. Und dann gab es eine ganze Latte an Nennungen, die ich nicht einfach nur subsumieren wollte, sondern die ich Ihnen auch nochmal näher bringen wollte als Einzelnennungen, weil sie für mich so schön waren, dass sie bei sowas, was ist typisch für ihre Region, genannt werden. Und hier schießt uns die Folienübertragung ein bisschen was durch die Gegend. Aber was zum Beispiel bei den deutschen Teilnehmern an der Befragung kam, Granat, habe ich nur noch mal herausgegriffen, dass also wirklich nicht einfach nur Krabben gesagt wurde, sondern Granat gesagt wurde. Lapskaus, selbstgemachte Marmelade, Schafskäse, Würstchen mit Kartoffelsalat, Sanddornmarmelade, Sauerfleisch, Birnenbohnen, Speck, rote Grütze und so weiter. Also das, ist das jetzt nur Küste? Nein, es ist im Prinzip Norddeutschland, aber das ist das, was genannt worden ist. Und die Dänen aus Dänemark, bitte zwingen Sie mich nicht, das jetzt vorzulesen, das können Sie wahrscheinlich alle viel besser als ich. Aber die Dänen hatten, bitte? Wahrscheinlich. Lassen Sie uns nachher über was anderes lachen. Wenn Sie sich das anschauen, dann haben Sie auch da eine ganz große Spannbreite von allen möglichen Dingen, die genannt worden sind. Und für mich sehr markant und sehr schön ist, dass Sie so ab der Mitte ungefähr sehen, dass diese Toponymie, diese Zusortierung zu Sandbergjysk ganz wichtig ist, ja? Oder zu Farnöst-Mörrebröd, nicht irgendein Mörrebröd in Dänisch, sondern Farnöst-Mörrebröd ist das, was für uns wichtig ist. Tja, und was Ihnen jetzt vielleicht auffällt, ist, die Holländer habe ich noch nicht so richtig genannt. Bei den Holländern kam nicht so wahnsinnig viel. Wir haben auch gefragt, welchen Maler oder Schriftsteller verbinden Sie mit Ihrer Region? Und das war auch wieder eine offene Frage, das hätte ich vielleicht vorhin auch nochmal sagen sollen, waren also keine Ankreuzgeschichten, sondern Sie sollten frei sagen, was Sie denken. Und mit Dänemark und Deutschland kam wirklich mit Abstand an erster Stelle Theodor Storm und Emil Nolde. Also Schriftsteller, Schimmelreiter wurde manchmal als Werk auch genau genannt, oder Emil Nolde waren ganz dominant. Ja?
Für die Niederlande gab es eine größere Variationsbreite, mehrere lokale oder regionale Maler auch. Und wenn man zwei Leute herausgreifen würde, dann wäre das Lot van de Velde, der Maler, oder Jan Wolkers, der zurück nach Ostgeest oder auf Holländisch, wie es da steht, geschrieben hat. Aber insgesamt war es doch unheimlich spannend, dass über 30% der Leute irgendeinen Maler zumindest oder verschiedene Maler nennen konnten. Ein Maler, den sie verbinden mit der Region, in der sie leben, mit der sie sich identifizieren können. Ja, das als Spruch, den wir im Rahmen einer anderen Befragung entlang der deutschen Nordseeküste auch mal gehört haben und den wir sehr markant fanden. Als Übergang in dieses Thema hinein, Risiko an der Nordseeküste. Wir sind das Land mit dem weglaufenden Meer. Und wir haben in dieser Befragung auch damals gefragt, was haben die Menschen, die im Wattenmeergebiet leben, besonders gemeinsam? Gibt es da irgendwas, was sie typisch, was sie sozusagen stereotypisch fast schon als Zuschreibung zu den Leuten im Wattenmeer sehen würden? Wetter. Was die Menschen sind, wie die Menschen sind. Flexibilität. Flexibilität. Sturheit. Weltoffen. Durchhaltefähig. In sich ruhend, durchhaltefähig. Ja. Ortsverbunden. Ja. Erdverbunden. Erdverbunden. Ja. Die Küste selbst gemacht. Das Unendliche, das ausmacht. Ja. Das Land, sich selbst erschaffen zu haben, wie die Einleitung. Ja, ja, okay, ja. Und hier kann ich auch noch was gehört? Klar. Klar. Ja. Ich sage mal, was uns gesagt wurde. Bodenständig und Sie sind wortkarg. Kann man bei Ihnen ja nicht behaupten, Sie sind ja auch Friesen. Sie sind vor nichts bange, fand ich sehr schön. Ja. Und sie sind gerade raus. Haben wir auch hier gehabt. Sie halten zusammen und sie helfen sich in der Not. Das war ursprünglich rot markiert, das ist jetzt über den Transfer leider auch schwarz geworden, aber ich fand das sehr markant. Ja. Sie helfen sich in der Not. Freiheitsliebend und verantwortungsbewusst. Raue Schale, weicher Kern. Kennen wir? Sturköpfe, rau, eigen, reserviert. Kam schon durchaus auch, ja. Respekt vor den Naturgewalten. Und auch das hatte ich rot gemacht, weil das ist im Prinzip, ja, das ist diese Kombination von nichts bange und Respekt haben, aber trotzdem eben wissen, was zu tun und etwas tun. Und sie leben mit den Kräften der Natur. Wir haben in der Befragung Trilateralen Wattenmeer auch gefragt, was sind für sie mögliche Gefahren für ihre Region? Vor diesem Hintergrund hätte ich, denke ich mal, an erster Stelle Sturmfluten erwartet. Oder? Was kommt in der trilateralen Befragung? Landschaftsbau und Raumplanung. Größte Bedrohung für diese Region. Tourismus. Große Bedrohung für diese Region. Wasser kam dann schon auf, in allen möglichen Formen, mit Überschwemmung, mit Starkregen, mit Sturmfluten. Und dann kam was, wo ich dazu sagen muss, das kam vor allem aus den Niederlanden, aber es kam auch aus den beiden anderen Staaten bis zum gewissen Grad, vor Politikern. Ökologische Probleme wurden genannt, Wirtschaft und Industrie, Landwirtschaft, Fischerei. Und auch da ein Zitat aus Amrum von einem Gespräch in der Straßenumfrage. Bitte, bitte, bitte nicht mehr Tourismus. Das wird zu viel und zerstört die soziale Struktur hier. Und auch die Eigentumsverhältnisse von Immobilien. Wir bewegen uns derzeit wieder in Richtung reiche Marschbauern und Fußvolk. Das macht alles kaputt und sorgt nur für böses Blut. Und die Sturmfluten natürlich, ja, die sind auch gefährlich. Und die Stürme, damit müssen wir hier umgehen und leben. Ist doch klar. Also zwei Aspekte, die ich ganz spannend fand. Ja? Dieses wirtschaftliche, wichtige, das wurde zu 18% gesagt und zu 17% wurde gesagt, Tourismuswirtschaft kann auch eine Bedrohung sein. Also es gibt die beiden Sichtweisen, die da drin stehen.
wir haben in dieser Umfrage im Trilateralen, wir hatten ja die Frage gestellt, welches historische Ereignis verbinden Sie mit Ihrer Region? Sie haben nicht nach Katastrophen gefragt, sondern welches historische Ereignis. Und da war doch sehr markant, dass an allererster Stelle mit Abstand in allen drei Staaten alle möglichen Katastrophen aufgezählt worden sind, die in Bezug zum Wasser standen. Entweder 1962, wo wir den Jahrestag morgen haben, oder 1953, wo wir die Sturmflut in den Niederlanden hatten. Also alles, was da so genannt wird, Überflutungen, Sturmfluten, die Bann drängten, wurden genannt. Auch generelle historische Ereignisse wie der Deichbau, der ja hier auch sehr wichtig und heute schon häufig genannt worden ist, die Eiszeiten, wirtschaftliche Entwicklung, alle möglichen Dinge, Einzelbeispiele. Auch Kriege und Konflikte über die Jahrhunderte hinweg, da ist mir aufgefallen, dass in Nordfriesland sehr häufig die Dänenkriege erwähnt worden sind. Und dann gab es noch ein paar verschiedene örtliche Ereignisse, die relativ lokal waren und keine Ahnung, sehr vage, waren von 7 Leuten nur genannt worden. Ja, das fand ich schon sehr beeindruckend. 50%, also der Befragten in Deutschland, erwähnten Sturmflut und Überschwemmungen und ungefähr ein Fünftel unterschiedliche Kriege. In den Niederlanden war es vor allem die landschaftsgestaltenden Ereignisse wie Deichbau oder die Eiszeit, die über die Region ging, weniger häufig die Sturmfluten selber und ungefähr ein Drittel Kriege. Und in Dänemark waren es vor allem die Überflutungen, generelle Ereignisse, weniger die Kriege. Auch hier ein Zitat. Wenn man hier lebt, dann muss man diese Risiken wie Sturmflut, Stürme oder auch mal den Landunter eingehen. Ist so. Gegen die Natur kommst du nicht gegen an. Wenn ich einen Herzinfarkt habe und es ist Sturm, dann kommt der Hubschrauber nicht. Dann hoffe ich, dass mich die Krankenschwester rettet. Wenn sie denn da ist. Zitat von Ambo. Als kleines Zwischenfazit für diesen Teil. In der Region existiert eine mehrschichtige, historisch tiefgreifende Ortsorientierung oder Ortsbindung. Und es besteht durchaus ein Bewusstsein, nicht nur über die natürlichen Gefahren und über die Risiken, in denen man hier lebt. Und daraus kann man schließen, dass Leben in einem, ich sage es mal, Risikoraum Heimat durchaus produktive Anknüpfungspunkte bieten kann für den Umgang mit den Gefahren und Risiken des Klimawandels. Denn das ist das, was auf uns zukommt, was potenziert sozusagen vor der Haustür steht. Risikoraum, Wattenmeer und Klimawandel. Wie wird mit den Risiken Klimawandel individuell und im Wattenmeer umgegangen? Das war so eine der Leitfragen, die wir uns gestellt haben. Und das ist ein Beispielfoto in einer Presseberichterstattung und Sie lachen, weil Sie das wahrscheinlich alle kennen. Ja? Für die das Foto nicht unbedingt zusortieren können, warum ich es gebracht habe, war wegen diesen beiden Herren, die also während der Tagesschau-Berichterstattung sich so in den Spiegel der Kamera gestellt haben und dort mit halbnacktem Oberkörper getanzt haben und so ihre Demonstration der Gefährlichkeit der Sturmflut auch irgendwie so ad absurdum führen wollten. Ja? So, ja, Sturmflut, okay, let's dance. Die Wahrnehmung des Klimawandels, die wir dann versucht hatten zu untersuchen und die ich jetzt nicht an Zahlen, sondern an einzelnen Zitaten, Beispielen zeigen möchte, ist sehr präsent. Zum Beispiel meeresbezogen argumentiert, was ich sagen kann, dass wir hier seit 10 bis 15 Jahren einen Meeresspiegelanstieg haben und es bleibt auch so. Oder meteorologisch betrachtet, ich denke, dass wir nicht mehr Stürme haben werden, aber die sind deutlich wie wir letztes Jahr gesehen haben, wie beim Sturm Xaver. Oder Flora und Fauna betreffend, wir haben hier untypische Spezies. Ich denke da an die Auster oder auch an die Wollhandkrabbe. Bin mal gespannt, was dann noch so alles kommt. Oder auch saisonal. Winter existieren ja gar nicht mehr richtig und die Zwischenzeiten verschwinden auch. Und außerdem haben wir keinen Sommer mehr, keinen richtigen Sommer. Schauen Sie mal. Jetzt soll ich dazu sagen, dass diese Interviewreihe 2 Jahre alt ist. Oder genealogisch, eben auch dieses Zurückblicken in die Vergangenheit. Gut, es gab Wechsel in der Zeit, wie mein Vater mir schon in Bezug auf die Sandverlust immer wieder sagte. Also man hört zu, was die Alten gesagt haben und greift das auf und spricht eben auch darüber. Wir haben aber auch gehört, und das hat uns sehr gefreut, dass es durchaus ganz viele individuelle, klimaschützende Handlungen gibt und da unheimlich viele Ideen auf den Tisch kamen. Also auch wieder festgemacht in einzelnen Beispielen.
Wir haben unsere alten Glühbirnen gegen energiesparende eingetauscht. Ich habe mein Auto verkauft und bald steht ein elektrisches vor der Tür. Isolierung? Wir haben neue Fenster gekauft, um die Isolierung zu verbessern und den Ölverbrauch zu senken. Hat ganz schön viel gekostet, das wissen wir jetzt. Die neue Fähre fährt übrigens mit Gas und eine umweltfreundliche Farbe hat sie auch noch oben drauf. Oder? Wir trennen Müll. Das hilft ja auch, Energie zu sparen. Und der Umwelt tut es auch noch gut. Oder? Etwas komisch. Ich parke mein Auto immer Richtung Osten, dann komme ich hier schnell weg. Es geht um Selbstwahrnehmung und um Anpassungsfähigkeit. Wie gehe ich um mit diesem Klimawandel? Und das ist ein sehr schönes Zitat, was auch auf Amrum eingesammelt wurde. Hier mussten wir uns doch schon immer anpassen. Ist doch klar. Und da sehe ich auch das Gute drin. Wir haben zusammen entschieden, wie wir das Schwimmbad hier klimafreundlich aufrüsten. Hat gut geklappt. So alle zusammen. Und das ist eine schöne Bestätigung zu dem, was vorher als Stereotype zu dem Typ Mensch an der Küste gesagt worden ist. Oder auch noch, also schon früher war man hier doch erfinderisch. Und da haben wir uns gesagt, das machen wir auch. Und haben dann den Bürgerwindpark gegründet. Also Innovation auf der Basis von Tradition. Eine ortsbezogene Wahrnehmung, Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel, ist zusammengefasst zu beschreiben, Anpassung war ja immer wichtig an der Küste. Kommen wir jetzt auch nicht drum herum. Müssen wir kreativ angehen und neue Dinge in Zukunft probieren, die uns vielleicht auch nicht immer so passen. Und ich denke, dass wir uns hier etwas strecken müssen. Die Extremwetterlagen werden deutlich zunehmen, was eine Herausforderung ist. Aber das sollten wir jetzt angehen, jetzt angehen. Mit der Elektromobilität hier und entsprechenden Katastrophenplänen und so weiter. Und wir haben natürlich auch nach der institutionellen Seite gefragt, nämlich nicht nur nach dem Individuum, sondern auch das, was im Prinzip unsere Institutionen bieten und anbieten können. Das dauert institutionell zu lange und so. Wir müssen selber was machen und Quellen anzapfen. Machen wir ja auch für diverse klimabezogene Veranstaltungen hier. Also so ein bisschen sich auf sich selber besinnen. Nicht warten, bis da irgendwas aus Kiel oder Hannover oder Den Haag oder Kopenhagen kommt. Wir merken ja, dass hier was kommt. Ich sage nur Meeresspiegelanstieg. Die LKN eingeschoben, machen schon viel, ja, auch mit uns zusammen. Aber wir müssen auch selber ran. Der Klimamanager ist ja völlig überlastet. Wir sagen zusammenfassend, dass es durchaus im Bewusstsein der Region, in der Ortsgebundenheit Anknüpfungspunkte gibt, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, die es hilft, mit dem Klimawandel umzugehen. Der Ortsbezug zum Beispiel ist eindeutig. Es gibt eine hohe Ortsbindung. Nutzen und lokales, regionales Wissen könnte man fördern. Es gibt ein Verständnis für Klimawandel und es ist klar, dass dieser Klimawandel örtlich ist. Der passiert nicht irgendwo in Bangladesch, in der Sahara oder sonst wo, sondern er passiert hier, vor der Haustür. Und er wird ernst genommen und er zeigt auch, dass man regionales Engagement durchaus befördern könnte. Klimahandlungen haben sich uns gezeigt. Lokale und regionale Handlungsbereitschaft besteht durchaus. Und es gibt eine Möglichkeit, es zu einer kollektiven Motivation weiterzuentwickeln. Die Selbstwahrnehmung, das Rote denken Sie bitte weg, regionalhistorischer Bezug und Mentalität, es gibt eine Identität für kollektive Umsetzung von Innovationsprozessen. Wir mussten uns immer anpassen, wir sind innovativ, wir müssen uns auch in die Zukunft anpassen und müssen eben mit dem umgehen, auf was wir uns einstellen müssen, das sehen wir selber. Die zukünftige Anpassung hat etwas mit vergangener Zukunft zu tun, mit einer Historizität, dass wir also das, was wir früher gemacht haben, früher vielleicht schon uns bewiesen haben, dass wir es können, in die Zukunft hineindenken können und dann wieder mit neuen Herausforderungen über alte Ansätze unter Umständen anpassen. Und die institutionelle Anpassung, die Reflexion von Bedingtheiten wurde uns ganz deutlich. Wir haben gesehen, dass eine kritische Position zu den Institutionen war und dass man sich zum Schluss doch auf sich selber verlassen sollte, dass man selber was anpacken sollte
Und wir glauben, dass hier diese Sensibilisierung durchaus genutzt werden kann und Kreativität auf diesem aufbauen könnte. Lassen Sie mich zusammenfassen. Risikoraum Heimat. Der Risikoraum Heimat generiert positive und nicht nur negative Potenziale. Ja, das, was positiv belegt ist, und das habe ich auch bei Ihren Antworten gesehen. Und eine identitätsbezogene Historizität, also eine Geschichte, die wir haben und die wir weiterleben und die Sie Friesen vielleicht noch viel mehr weiterleben als Zugezogene, die hier an die Küste kommen, bieten Anknüpfungspunkte für einen Umgang, der ortsbezogen ist mit dem Klimawandel. Die vergangenen Zukünfte, wie wir in der Wissenschaft sagen, also die Verbindung vom Vergangenen in die Zukunft hinein über das Jetzt, verorten Anpassung mehrdimensional. Im Hier und Jetzt wissen wir, was gewesen ist und dass wir was gekonnt haben und können uns darauf verlassen, dass wir es wieder können, wenn wir uns innovativ zeigen in der Veränderung. Und als Abschluss, die vielschichtige Verortung, also sich verorten des Klimawandels ist für eine Anpassung an den Klimawandel nicht nur im Wandel mehr grundlegend. Das ist ganz wichtig. Sie bietet die Möglichkeit, Anpassung oder Vermeidungsstrategien sozial und kulturell einzubetten. Es ist kein globales Phänomen, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen, sondern wir können es bei uns anpacken und für uns anpacken. Und damit wird die Klimafrage nicht nur wissenschaftlich definiert. Die Klimafrage ist etwas Gesellschaftliches. Sie ist sozial und sie ist geografisch. Sie ist verortet in einem Raum, wo sie stattfindet. Und sie kann beheimatet werden, weil sie darüber dann auch über die Heimat beantwortet werden kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Das ist ja Wissen, das Sie mit Herrn Göring und Ihrem Team lange geortet haben, gesammelt, sortiert und jeder von uns wird ein Stück von mitnehmen. Und ich hoffe, hier sind noch andere potenzielle Informanten, die werden Sie noch mal fragen, ob Sie vielleicht noch mal anrufen. Frauen an die Macht und nach vorne. Die Friesen waren diejenigen, die blieben. Ich würde gerne Sie alle einladen, wir bleiben ja auch noch eine Weile hier, erzählen Sie uns was, was Sie uns erzählen wollen. Also haben Sie keine Scheu, auf uns zuzukommen. Wir sind gerne hier und kommen mit Ihnen ins Gespräch, weil über eine Gruppe spezifisch haben wir eigentlich noch nie gearbeitet, nämlich Friesen. Sind die anders? Und das würde uns riesig interessieren, ob Sie sich mit dem identifizieren können, was wir erzählt haben, oder Sie sagen, na, da ist schon noch ein kleiner Unterschied. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Nochmal zu dem Biegeschirm. Tora, Mie, an Mommel, ja, Tulay Volkwarzen. Tulay Volkwarzen, ja, ein Lächeln. Tora, Sie sind mit uns zusammen. Sie haben auf Ihrem Sitz so ein Zettel. Genau, Klaus. So schockt die Güte. Also ich stand hier gleich unten. Wir wollen jetzt gemeinsam singen. Und ich wollte nur sagen, alle singen mit. Keiner soll sagen, ich kann kein Friesisch. Ich arbeite ja beim Friesischen Schulverein. Und da haben wir ein ganz tolles Motto. Und ich finde, das können wir gerade hier auch übertragen. Da heißt es nämlich, da darf man nie sagen, ich kann nicht. Da muss man mal ein kleines Wort dazusetzen. Inu, noch. Ich kann es noch nicht. Ich kann noch kein Friesisch, oder? Let us the Trolle vertrippen, wie man da Trolle vertrippen ist. Let us the Trolle vertrippen, wie man da Trolle vertrippen. Ich wieder locker. Come you, we run and eat.
Und wie geimpft.